So, warte doch. Passt ja. Wir sind ja vorübergehend noch verwendbar. Ist ja ganz nice. War das hier? Ich verstehe nicht, wieso das hier dann wieder 2 von 3 Schwierigkeit hat. Das hier finde ich beispielsweise überhaupt nicht schwierig. Also so gar nicht. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Models Phoenix Rising auf dem PC. Folge 77. Wir sind jetzt hier durch das Tor durch, endlich. Und das ist quasi ja schon das Haupt... Ding, wir haben es, denke ich mal, geschafft. Aber man weiß ja nie. Das sieht nice aus. Ja, hätte ich noch in der letzten Folge machen können eigentlich, aber egal. Damit haben wir dieses Rätsel hier bezwungen. Verbessert Gesundheit. Auch noch mehr. Na Mensch, wir werden ja richtig strong. So, damit haben wir... Das ist, glaube ich, ist das jetzt erst das zweite von Athena. Uff, ey, die werden noch richtig hart, habe ich den Eindruck später. Die werden noch richtig hart. So, jetzt haben wir hier quasi das geschafft. And here I am... Steht im Livestream-Chat. Grüß dich. Freut mich, dass du da bist. So. Was haben wir denn jetzt wieder freigeschaltet? Also, das hier ist noch da. Schließe die Prüfung der Athena ab. 2 von 3. Genau. Was haben wir hier? Hermes. Erlange den Segen der Athena. Der Aphrodite, des Ares und des Hephaistos, genau. Okay, das hier ist scheinbar die letzte Prüfung. Was ist da? Lackert mein Bild. Was sehe ich da im Vorschaubild? Das war gerade ganz komisch. Fuck, ist mal was Vorschaubild. Das geht's wohl. Na hört. Ah, so, wo soll das sein? 50 Meter unter mir, da drinne. Huh. How I come in here. Hello? Ah ja. Ah, ideal. Hä? Ah. Hab kein Bild. Was soll das heißen? Kein Bild. Das verstehe ich gerade nicht. Okay, ich schau mal. Ja, aber das ist... Ich guck gerade mal in meine Aufnahme rein. Ja, doch, Bild ist da. Und ich habe auch bei mir ein Livestream-Bild von Twitch selber auf dem zweiten Monitor. Da ist auch Bild. Also, vielleicht mal Seite aktualisieren. Ich habe auch 0 verworfene Frames. Theoretisch ist bei mir nichts, was gegen... irgendwas spricht. Wie komme ich denn da jetzt rein? Was ist denn das jetzt hier schon wieder jetzt? Jetzt will ich hier das letzte Ding fertig machen und jetzt kommt der mir hier so. Lass mich da nicht rein. Ist rot. Yo, okay, Alter. Sprintet sie, sprintet, yo. Okay.
Verstehe. Jetzt geht's wieder. Okay, danke. Das verstehe ich gerade nicht. Was passiert damit? Gar nichts. Na geil. Ich komme allein hier schon nicht rein, oder was? Steuerung ist echt scheiße mit, wenn man sprintet, ne? Ah. Ja, es ist halt die Frage, was das bringt. Oder muss ich den einfach nur zwischen die beiden bringen? Ah, haha. Bam. Und wofür ist dann dieses Scheißding? Einfach nur für gar nichts. Geil, unnötig. Nice. Habe ich jetzt aktiviert? Oh. Ah, nö. Das ist nicht wirklich. Vielleicht gedacht, dass das hier vielleicht irgendwie weggeht oder so. Sorry für Verspätung, war noch Pizza holen Nacht. Alles gut. Pizza ist geil. So, wir beginnen die Prüfung. Schauen wir mal, wie hart die jetzt wird. Ah, und da haben wir, das ist jetzt schon 2 von 3. Athenas Prüfung des Kampfes. Jetzt haben wir auch das mit diesen Stromsachen. Da haben wir zumindest schon mal gerade einen Teaser bekommen, bevor wir hier reingegangen sind. Ist an sich okay. Gucken wir uns das mal an. Okay, hab ich Bock drauf. Okay, wir müssen die Kette quasi. Jo, okay. Okay, wir haben hier eine Stromkette. Hier ist so ein großer. Ich weiß nicht, wofür die Dinger hier sind, sage ich dir auch ganz ehrlich. Die sind, glaube ich, nicht. Quark. Nice, der kriegt auch schon Strom. Jetzt habe ich halt nur noch den da. Der müsste auch passen. Okay, Level 1 passt erstmal. Ich glaube, Hermes hat die letzten Oliven gegessen. Ach, er weiß doch, dass ich Snacks brauche bei Aufstiegen. Okay. Yo, endlich mal wieder ein Kampf. Finde ich geil. Ich bin vielleicht nur zu einem Tausendstel Gott. Aber ich gebe zu 100% damit an. Warum nicht? So, können wir jetzt mal, oder wie? Ah. Das Geile ist, ich muss mich nicht mal ums Ausweichen scheren, weil ich habe so dermaßen viele Leben.
jetzt aber mal gleich direkt einen Hammer, Alter. Ist auch richtig OP geworden. Alter, irgendwie mein scheiß Controller-Knopf, weiß ich nicht. Schon sind sie weg von mir aus, habe ich nicht stiegen. Zack. Gut eingesteckt, muss ich sagen. Aber hier kann man auch die Leben wieder auffüllen, das ist halt auch geil. Zack. So, gucken wir uns mal um. Da ist schon wieder das Ziel. Da links ist noch optional der Dings. Der Schatz, da will ich auf alle Fälle auch hin. Hier kommt anscheinend nicht mehr ganz so viel. So, aber das lasse ich mir hier nicht entgehen. Oh. Oh. Ja, das ist natürlich jetzt nicht so geil. Ich dachte, ich könnte da irgendwie hin. Wie komme ich denn da hin? Okay. Ah, ja, aber genug Zeit. Ja, danke für nicht reagieren der Taste. Finde ich immer super, wenn das passiert. Haben sie mit Absicht so gemacht, dass man es nicht schafft? Hä, wie soll ich denn da hinkommen? Warum haben die denn das da... Komm ich hier irgendwo noch höher? Oder wie sieht das jetzt hier aus? Oder muss ich hier... Er ist ja noch schlechter. Nee. Ja, dann nicht. Egal, Alter. Die Schätze sind mir sowas von Latte. Ja, ist mir Latte. Komm, machen wir hier weiter. Passend, theoretisch. So, aber wie das jetzt gehen soll, ist mir ja nicht so. Ach so, doch, da ist ja wahrscheinlich noch einer. Ja, das heißt, nehme jetzt die anderen. Mach das mit denen. Habt ihr so? Klappt jetzt schon nicht mehr. Ja. Ja, gucken wir mal, ob das reicht. Sieht ja eher nicht so aus. So, warte doch. Passt ja. Wir sind ja vorübergehend noch verwendbar. Ist ja ganz nice. Aber das hier, ich verstehe nicht, wieso das hier dann wieder 2 von 3 Schwierigkeit hat. Das hier finde ich beispielsweise überhaupt nicht schwierig. Also so gar nicht. Hm.
Hä? Ries, Alter. Hä? Was ist denn das jetzt hier? Soll das dann jetzt werden? Okay, aber wie es aussieht, kann ich ja auch keine Strombrücke hier zwischen diesen beiden Ebenen quasi bauen. Scheint nicht zu gehen. Ja, ah. Okay, doch, es geht doch. Na dann. Dann geht's halt doch. Ja, doch. Ach, mein hier. Wird voll, ja. Ah, nochmal ein Kampf. Das ist doch schön. Jo, okay. Hi. Komm mit deinem Combo-Angriff. Jetzt mal angreifen, danke. Strategie ist natürlich wichtig. Ich bin aber auch für meinen Speer bekannt. Manchmal ist es eben am weisesten, es auf die harte Tour zu machen. Okay. Ja, so viel zum Thema Gewalt ist nie eine Lösung und so. Und das war's. Ja, gut. 2 von 3 ist irgendwie leichter. Weiß ich nicht. Oder die haben am Anfang erstmal einen wunderschönen Noob-Filter eingebaut. Ist natürlich auch nicht schlecht. Reine Adamant-Scherben. Yo, Alter. Klar, so viele. Übertreib's halt. Ja gut, ging schnell. Geil. Dann können wir ja jetzt mal zu Hermes gehen. Und mal gucken, was er für uns da hat. Dann können wir weiter zum nächsten Gott gehen. Richtig nice. So, wunderbar. Haben wir erledigt. So, was jetzt? Okay, mit Athena sprechen erstmal. Das können wir natürlich erstmal machen. Warten wir mal auf den Aufzug hier. So. Hallo.
bestanden. Gut gemacht, Heldengestalt. Als nächstes musst du tiefer in das Wissen der Götter eintauchen. Das, was die Sterblichen Mysterien nennen. Ich kann es kaum erwarten, deine geheimen Mysterien zu sehen. Ehrlich gesagt, so mysteriös ist das gar nicht. Aber das Wissen und die Macht des Pantheons sind Sterblichen vorenthalten. Schließe diese Prüfungen ab und beweise Zeus, dass du dieses Wissens würdig bist. Okay, scheinbar ist es noch nicht vorbei mit Athena. Schließe Athenas Prüfung der Mysterien an. Alles klar, na dann. Würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge, Freunde. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.